Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich eine Buten-Extra-Buten-Leberkäse oder Truthahn-Leberkäse ohne tierisches Fett herstelle. Dazu verwende ich 2 Kilo halb Buten-Unterkeule und die Hälfte Buten-Brust. 1 Kilo, 1 Kilo. 1 Kilogramm Eis und 1 Liter Sonnenblumenöl. Würzen natürlich mit Naturgewürzen, da habe ich drin Salz, Rötemittel, Phosphat, Pfeffer, Ingwer, Muskat, Mazis, Paprika, Senfmehl. Aber die genauen Rezepte schreibe ich unten in die Liste hinein. Anfangen tue ich damit, dass ich das erst einmal in den Kutt reingebe, das Fleisch. Und jetzt lasse ich es ein paar Runden, man sagt trocken laufen, ohne dass ich etwas dazu gebe. Ich gebe jetzt die Gewürze dazu, mit dem Salz, alles was ist. Dann gebe ich dazu etwas Eis, aber nicht alles. Da lasse ich jetzt einmal ein schönes Abret, bis es abret wird. Und wenn das jetzt ein bindiges Brät wird, dann gebe ich das Öl in den langsamen Schritten dazu. Sehen Sie, das wird jetzt schon ein bindiges Brät. Das lassen wir noch ein paar Runden laufen. Und beim Öl, ich nehme da ganz normales Pflanzenöl. Nur wichtig ist, dass das Öl Kühlhaustemperatur hat, so 2-3 Grad kalt ist. Und jetzt schütte ich das Öl ganz langsam dazu. Jetzt werden Sie sehen, die Masse wird jetzt, verändert sich jetzt ganz gewaltig. Ja, 1 Liter. 1 Liter Sonnenblumenöl. Wenn Sie das jetzt anschauen, schauen Sie, das ist so eine ganz flüssige, aber das wird fest. Das dauert jetzt nur einige Zeit. Da dürfen Sie nicht irritieren lassen. Und da haben Sie das wirklich. Schauen Sie, das ist so wie. Wie ich das erste Mal gemacht habe, ich habe gedacht, das wird nichts. Aber es wird einwandfrei. Weil man darf sich doch nicht täuschen. Das ist so flüssig, aber es wird am Schluss ein festes Brät. Ja, es wird schon etwas fester. Aber lassen Sie sich doch nicht entmutigen. Wenn das so ausschaut, das wird. Das wird, wir sehen, auf einmal wird das ganz ein schönes, festes Brät. Wir haben ein wunderschönes Brät. Man wird es erst nicht glauben, das ist so flüssig, es dauert auf einmal, ist noch, kriegt eine Bindung. Wie Sie jetzt sehen, das Brät muss glänzen. Sehen Sie, wie schön das glänzt. Das ist jetzt das Grundbrät, mit dem mache ich noch eine Wiener Würstel, Bockwürstel, Frankfurter.
Ich werde diesmal werde ich einen 34 Gramm füllen, solchen. Und dann Teil werde ich einen Leberkäse machen, einen Fleischkäse mit der groben Einlage. Das zeige ich noch einmal, wie das geht. Wahrscheinlich ist das ein wunderschönes Brett geworden. Hätte man nicht, am Anfang nicht glauben wollen, dass das was wird. Aber das ist ein wunderschönes glänzendes Brett. Wenn Sie den Damm so hernehmen, den Zug, ich gebe immer ein bisschen Wasser rein. Weil sie streifen so leicht auf. Sie brauchen da kein Öl, gar nichts nehmen. Dann streifen sie so auf. Schon's. Mit einer Hand halte ich da hinten ein bisschen, damit das Wasser durchgeht. Und mit den Streifen auf. Ich glaube, das ist genug. Das wird genug sein. Und bevor Sie den anfangen zu füllen, müssen Sie immer schauen, dass da die Luft draußen ist. Jetzt mache ich einen Knopf drauf. Jetzt halte ich den Darm so und da drücke ich drauf. Schaut. Schauen Sie, dass Sie ihn luftfrei fühlen. Da hinten halten Sie ihn. Und aus, mehr ist nicht. Er ist leer. Jetzt ziehe ich den aus der Suppe her. Was ich jetzt mache, ich schneide ihn da ab. Binden Sie ihn hinten nicht zu. Lassen Sie den Ofen aus dem folgenden Grund. Wenn Sie jetzt mich abdrehen und ein bisschen zu fest sind, dann drücken Sie immer nach. Dann passt das. Sonst, wenn Sie das zugebunden haben, ist irgendwann Platz in der Darm. Jetzt nehmen wir den Anfang. Den haben wir so. Jetzt mache ich so Bärchen. Ganz. Und schau, da haben wir Luft drin. Da haben wir irgendwo Luft hineingebracht. Da stecken wir mal eine. So. Drehen. Schauen Sie, dass die ungefähr gleich groß sind. Nehme ich von denen die Maß, da drücke ich zusammen. Und da drehe ich ab. Da noch einmal. Da nehme ich Maß, da drehe ich ab. Jetzt werde ich da aber Anwärter machen. Da nehme ich das Maß so groß, dass sie alle ungefähr gleich groß sind. Da drücke ich zusammen, da auch zusammen. Zwei, dreimal drüber. Jetzt werden wir das aufmachen, wenn ich nicht so große Stecken habe. Das kann ich so stecken, so große. Die Spulen, mit das Abbinden, immer das Wasser reingeben. Damit es leichter ist, dann tut es sich leichter aufrollen. Dann halten Sie so. Den Spagat nehme ich da her. Senken Sie mit dem Daumen, halten ihn ein. Vorher. Und fahre mit der Spulen durch. Und zieht zusammen. Und das mache ich zweimal. Oder dreimal. Und der Darm ist schön abgebunden. Hören Sie, dann schneide ich das da ab. Und vorne mache ich es einmal, weil vorne geht es gerne ein bisschen auf. Dann ist die sozusagen vorne oft ein bisschen Luft drin. Oder es schaut dann so, bei der Hauptbühne oben ist nicht so schön aus. Ich bin das immer vorne auch ab. Schauen Sie so. So. Und da schneiden wir ab. Und der Wurst, ich muss schauen, sie muss da immer schön prall gefüllt sein. Keine Zipfel haben, schauen Sie, das ist alles schön prall. Ich habe den Räucherschrank jetzt vorgewärmt. Jetzt hängen wir da die Würstel rein. Schauen, das ist schön. Der Ofen ist vorgeheizt. Und dann gebe ich kurz einen Rauch drauf, damit der schöne Farbe haben. Aber das sehen wir gleich, wie das geht. Eingeschaltet ist das Gas, jetzt mache ich das zu. Und jetzt werde ich sie heiß räuchern. Heiß räuchern ist ein Rauch zwischen 65 und 70 Grad. Das dürfte da vielleicht ungefähr 20, 25 Minuten dauern, vielleicht eine halbe Stunde. Muss man immer reinschauen. Hängt immer auf den Rauchschrank ab und von Sägespäne, wie stark sie Rauch
abgibt. Und wenn man so Geräusch hat, ich glaube, die Rauchfarbe passt. Mehr wollen wir gar nicht. Ich meine, sie werden in so einer Solch niemals eine gleichmäßige Rauchfarbe zusammenbringen. Aber ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Die werden wir jetzt abkochen. Die Würste jetzt 25 Minuten kochen gelassen. Und jetzt werden wir mal schauen. Abkühlen tust du im kalten Wasser. Da geben sie rein, 10 Minuten ungefähr, dann passt das schon. Jetzt werden wir mal schauen, wie die, ob sie was geworden sind. Mal schauen. Super. Die knacken auch. Gut. Wie gesagt, das sind Butenwurst ohne tierischen Fett, habe ich mit Pflanzenöl gemacht. Aber das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Das ist, schmecken auch naturgewürzt. Einzig, was nicht ganz schön ist, ist die Farbe. Das kommt von der Solch, was immer so ein billiges Solch ist. Da kriegt man so einen gleichmäßigen Rauch nicht zusammen. Aber so würde ich sagen, einwandfrei. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich. Ihr Profimetzger Ralf.